Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hier sind Sie wieder Chicken Like This. Und heute machen wir aus der asiatischen Küche Sushi. Und das ist dabei rausgekommen. Und ich will auch schon sagen, viel Spaß beim Video. Okay, jetzt zeigen wir euch, was ihr alles dafür braucht. Also wir haben hier, ich glaube, 250 Gramm Sushi-Reis. Dann haben wir Yanori-Blätter. Dann haben wir eine Avocado. Dann haben wir hier Lachsfilet genommen. Das haben wir einfach in Stücke geschnitten. Dann haben wir noch zum Dippen japanische Sojasauce. Für den Reis haben wir Reisessig. Dafür braucht ihr 50 Milliliter. Das kippt ihr dann einfach über den Reis. Und noch ein bisschen Wasser für das Nori-Blatt. Und ihr braucht noch für Sushi, so ich sag mal Sushi-Equipment, also zum Rollen. Und ihr braucht einen Teelöffel Zucker. Und einen halben Teelöffel Salz. Okay. Ihr braucht 50 Milliliter Sushi-Reisessig. Dann kommt da noch Salz rein, einen halben Teelöffel. Dann sehen wir uns gleich, wenn wir das hier draufs Nori-Blatt machen. Okay, jetzt machen wir hier erstmal den Reis drauf. Dann packen wir hier Avocado drauf. Dann hier was von dem Lachsfilet. Und jetzt schneidet ihr das in 6 Stücke. So, wenn euch das reicht, könnt ihr es so lassen. Wir würden das jetzt machen und dann würden jetzt nochmal sowas belegen. Und dann würde ich sagen, bis gleich bei den Beauty Shots. Let's go! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn euch unsere Videos generell gefallen, könnt ihr jetzt hier unten abonnieren. Und wenn ihr noch ein anderes Video sehen wollt, könnt ihr jetzt hier draufklicken. Ab sofort kann man leider nicht mehr auf YouTube abstimmen. Deswegen können wir jetzt nicht mehr nach hier oben zeigen. Und wir haben auch einen Discord-Channel und einen Twitch-Channel und einen Instagram-Channel. Den könnt ihr auch in der Videobeschreibung finden per Link. Und die Mengenangaben stehen dort auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!